Moin zusammen, Eral hier. Willkommen zurück bei Starfield. Ich habe jetzt endlich meine Aufnahmepause gemacht, oder was heißt endlich? Aber ich konnte einfach nicht aufhören. Naja, in den letzten Folgen, jetzt muss ich erstmal mich wieder ein bisschen zurechtfinden, in der letzten Folge haben wir unseren Außenposten hier angefangen. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt so sinnvoll ist, dass wir hier tatsächlich den Außenposten behalten, ne? Weil wir haben ja gesehen, hier ist es halt sehr kalt und wenn wir draußen nur ein bisschen unterwegs waren, dann ist offenbar unser Anzug nicht mehr gut genug, um den Außen, also um uns warm zu halten einfach. Deswegen weiß ich nicht, ob wir jetzt direkt weitermachen sollen oder ob wir vielleicht sagen, wir leveln erstmal ein bisschen. Weil wenn wir hier rausschauen, ne, wir haben ja hier Sirius, was haben wir hier? Vielleicht können wir da noch... Ja, hier ist die Temperatur natürlich direkt wieder hoch, okay. Also hier haben wir Temperatur Inferno, hier haben wir Temperatur Kalt. So, da ist auch kalt. Hier auf dem Gasriesen ist eisig. Das ist wahrscheinlich noch kälter. Alles eisig. Na schade, okay. Weil vielleicht sollten wir wirklich erstmal noch ein bisschen leveln. Welches Level sind wir denn überhaupt gerade? Ich glaube 5, oder? Wo stehst du denn? Hier, Level 5. Vielleicht sollten wir tatsächlich erst noch ein bisschen leveln. Also noch ein paar andere Missionen machen, bevor wir uns dem Außenposten widmen. Und dann gucken, dass wir vielleicht in irgendein System kommen, wo wir einen Planet haben, der so halbwegs in einer habitablen Zone ist. Ne? Ich würde den hier mal stehen lassen, weil das Schöne hier an dem Planeten ist tatsächlich, dass er eine ziemlich hohe, also dass er ziemlich viele, viele Elemente hat. Das heißt, ich lasse das hier mal so, wie es ist. Ne? Macht man ja auch so, ne, als Menschheit, wenn man irgendwo im Weltraum irgendwas baut und sowas, dann... Naja, ihr kennt's ja, ne? Dann lässt man einfach die Sachen da und dann hat man halt ein bisschen Weltraum schaut. Und zumal, ich glaube, wir sollten halt auch ein bisschen gucken, dass wir halt ein bisschen auch Ressourcen schon mitbringen. Auf dein Signal fliegen wir los. Allerdings muss ich auch sagen, das ist halt das Coole daran. Jetzt haben wir halt schon mal gesehen, wie das funktioniert. Ich hatte ehrlich gesagt gedacht, dass man die eher so aus einer Strategie an sich baut und halt nicht aus der Ego-Perspektive wie bei Fallout. Aber nichtsdestotrotz, das kriegen wir sicherlich hin. Jetzt würde ich erstmal kurz meine Leiden gucken, ob ich die irgendwie lindern kann. Wir haben nämlich Erfrierungen. So, Medipack, das bringt nix. So, warte mal. Also, schauen wir mal. Hier die AMP bringt auch nix. Die Heilpaste vielleicht. Zur Behandlung von Verbrennungen und Erfrierungen. Ja, perfekt. Dann nutzen wir die mal. So. Dann haben wir nur noch eine Unterkühlung. Verwirrung. Kosten der Schiffswaffen im Zielmodus sind erhöht. Okay. Na gut. Du bist. Danke nochmal, dass du mich gerettet hast. Ich sag halt, das dürfen wir uns jetzt ein paar Folgen anhören. Wahrscheinlich auf ewig. Ich schicke ihn irgendwann zu einem Außenposten, wenn es mir zu sehr auf den Sack geht. Das heißt, lass uns erstmal noch ein paar Aufgaben so erledigen. Und zwar würde ich dann... Feuerprobe. Ein Händler hat erwähnt, dass sich im Altair-System viele Spacer herumtreiben. Er hat außerdem einen dringenden Notruf empfangen. Ich sollte in das System fliegen und mehr herausfinden. Ich glaube, das ist doch mal ganz cool, oder? Ne? Hier das Altair-System. Hallo. Kann ich die Quest irgendwie aktiv schalten? Oder ist die jetzt aktiv geschaltet? Ich glaube, die ist jetzt aktiv, oder? Dann machen wir doch erstmal hier diese Nebenquest und dann können wir uns noch um ein paar Aktivitäten kümmern. Da müssen wir noch mit dem Botschafter sprechen und so weiter und so fort. Ne? Das heißt, da haben wir noch einiges zu tun. Ich hoffe mal, die Erfrierungen gehen von selbst weg. Skillpunkte würde ich nachher nochmal machen. Jetzt gehen wir erstmal gucken, dass wir hier nochmal einen Schritt weiterkommen. Und wir natürlich dann eben Geld und Ruhm sammeln, sag ich mal. Und ein bisschen bessere Ausrüstung und sowas. Bringen wir den Flug. Ist sehr laut gerade, ne? dass wir eben nochmal ein bisschen Geld und sowas sammeln, dass wir halt im Laufe der Zeit vielleicht auch die Dings hier ein bisschen erweitern können, das Raumschiff ein bisschen erweitern können, dass wir da erstmal eine gute Grundlage haben. Chance to go. Antworte, wenn du etwas bestellen möchtest. Füll deine Vorräte mit deinem Lieblingsessen auf. Was? Danke für deinen Besuch bei Chunks to go. Welche Chunks hättest du gerne? Was ist der Unterschied zwischen Chunks to go und normalen Chunks? Hier bekommst du genauso tolles Essen wie in jedem Chunks. Nicht von dieser Welt.
Der scheint ja richtig Bock auf seinen Job zu haben. Okay. Ja, ich glaube, wir brauchen erstmal Bis nichts. demnächst. Jo, mach's gut. Okay, das heißt, wir fliegen jetzt erstmal da in dieses andere System. Ne, der Planet hier ist halt wirklich sehr eisig, aber wir sind halt auch ziemlich oben am Nordpol-Ding, ne? Also hier am Norden, da ist es, glaube ich, in der Tendenz allgemein nochmal ein bisschen kälter als hier unten. Hier wäre es vielleicht ein bisschen besser gewesen. Hier ist noch ein industrieller Außenposten. Naja, okay. Wie kommen wir denn jetzt? Wohin müssen wir denn jetzt überhaupt? Also. Hierhin. Level 15. Oh, das klingt aber irgendwie nicht so, als wenn ich da schon hinwollen würde. Ich glaube, das lassen wir doch erstmal, oder? Was haben wir sonst noch für Quests? Also, Feuerprobe, das würde ich dann später machen. Hier Aktivitäten. Sonst gehen wir erstmal nach New Atlantis, oder? Und gucken da mal ein bisschen. Das heißt hier Layla und Trevor und so, die waren, glaube ich, alle auf New Atlantis. Warte. Nee, Layla war im Hauptsystem, also im Sol-System. Oder Sol-System. Sol oder Sol? Sol, glaube ich, oder? Im Sol-System. Trevor war, glaube ich, auch im Sol-System. Ja. Überprüfe das Inventar deines Schiffes. Ich weiß immer noch nicht, was wir hier machen sollen. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich gehe hier jetzt mal auf den Frachtraum, dann habe ich halt hier irgendwie alle möglichen Sachen, aber ich weiß nicht, was genau ich da jetzt überprüfen soll. Ich habe keine Ahnung. Ja, gut. Also ich habe es überprüft. Ist es abgeschlossen oder? Warte mal, okay. So, Botschaftsdiplomaten. Das war doch mit. Und sollen wir der Vanguard vielleicht beitreten? Dass wir irgendwie bei dem Run jetzt mal die UC machen? Boah, da bin ich mir noch nicht sicher. Ich glaub, da warte ich nochmal. Okay, aber dann können wir den Botschaftsdiplomaten mal machen. Hier gibt es so eine Constellation-Auftragsbörse. Da können wir auch mal gucken, ob es da ein paar Aufträge gibt, um ein bisschen Geld zu verdienen und so. Stelle ein Item her oder modifiziere es. Das können wir auch demnächst mal machen. Mit der Barkeeperin im Viewport. Mit der müssen wir auch nochmal sprechen. Das können wir. Ich glaube, da kommen wir dann, glaube ich, zuerst an, ne? Dann können wir auch direkt das erstmal machen. So, und dann geht's zurück hier nach Alpha Centauri. Was ist denn Toliman? Ich weiß es nicht. Olivas. Bonda und Gagarin. Ich glaube, nach Gagarin müssen wir. Temperaturgemäßigt, das ist schon mal gut. Wissenschaftsaußenposten, ziviler Außenposten. Warte mal, das ist gar nicht New Atlantis, oder? Hier ist New Atlantis. So, okay. Sprich mit der Barkeeperin in Newport. Können wir da direkt landen? Ich hätte irgendwie gedacht, dass wir erst hinspringen müssen. Aber offenbar kann man auch noch ein bisschen schnell reisen. Oh ja, cool. Okay. Na gut. Auch wenn ich das schon ganz cool finde, wenn man da erstmal dann hinspringen muss. Ja, dann lenk mich nicht ab hier. Kann ich dir irgendwie helfen? Nee, alles gut. Wobei, warte mal. Willst du irgendwas abladen? Die Handelsaufsicht sucht immer Ware. Der Automat ist gleich hier. Okay, dann lass mich mal erstmal kurz verkaufen. Oh, ich lasse mich so schnell ablenken von allen möglichen Scheiß, ne? So, was haben wir denn für Waffen? Hier haben wir die, ne? Das wollten wir behalten. Die Coachman auch. Anzüge und so. Helme haben wir hier vielleicht. Ja, den kann ich auch mal verkaufen, oder? Haben wir ein bisschen Geld noch gemacht. Klamotten wollten wir das hier, glaube ich, auch noch verkaufen. Ja, komm. Das kann auch weg. Was haben wir denn sonst noch? Werfbare Items. Die behalte ich mal, ne? Für den Fall, dass wir die mal brauchen. Hier bei Hilfe haben wir noch hier sowas wie das AMP. Sowas benutze ich halt nie, ne? Immobilisator. Heilt ausgerenkte Gelenke, Knochenbrüche. Das behalten wir. So. Forschungsprojekte, das wollten wir auch behalten. Das muss ich mir aber unbedingt merken, dass wir das haben. Und dann haben wir, glaube ich, noch einiges, was wir dem Schiffsinventar hinzufügen müssen, ne?
Hier die ganzen Ressourcen. Warum? Hä? Okay, pass auf. Ich kann die hier, kann ich die direkt im Schiffsinventar zuweisen, oder? Nee, hier kann ich gar nicht. Okay. Wie kann ich denn... Jetzt müssen wir mal gucken, wo ich... Also, ob ich irgendwie einfach nur so aufs Schiffsinventar zugreifen kann. Hier vielleicht? Nee, 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 nee. Nee. Warte mal, ich mach's mal anders. Vielleicht zeigt mir nämlich diese Aktivität an, die wir da haben. Überprüfe das Inventar deines Schiffes. Vielleicht zeigt mir das an, wo ich hin muss. Hier rein, okay. Und? Wohin jetzt? So. Ach ja. Ja, da hätte ich ja erstmal drauf kommen müssen. Okay. Na gut, dann kann ich hier mal ein bisschen transferieren. Und zwar würde ich gerne aus meinem Inventar mal diese ganzen Ressourcen transferieren, weil die brauchen alle nur Platz hier. So. Und das Ganze, was wir so forschen können und so weiter und so fort, das zieht sich ja dann sowieso auch aus dem Schiffsinventar, ne? Also Drahtspule können wir auch mal Digi-Dietrich, nehme ich mit. Das Datenkabel brauchen wir nicht, das Kleeband wahrscheinlich auch nicht. So. Dann haben wir hier noch ein paar Bücher und sowas. Na gut. Ja gut, dann haben wir auf jeden Fall mal mehr Platz im Inventar und haben das Schiffsinventar mal ein bisschen gefüllt. Da kommen dann wahrscheinlich noch die ganze Zeit eine ganze Menge Ressourcen rein, wenn wir da mal anfangen, hier ordentlich ein bisschen Ressourcen zu farmen und sowas. Aber die Aktivität ist immer noch nicht abgeschlossen. Ich weiß nicht genau, was wir da machen müssen. Aber gut, naja, wir gehen mal erstmal in die Bar. Aber davor würde ich ganz kurz gerne gucken, ob wir bei dem Typen hier unser Schiff auch reparieren können, aber hey, ausbauen kann können. Hier sehen und modifizieren. Klar, nur zu. Was gibt's hier denn? So können wir es mal angucken. Dann gehen wir hier mal auf den Schiffsbilder. Der Schiffsbilder erlaubt dir das umfassende Design, die Modifizierung und die Lackierung deines Schiffs. In der Ebenenanzeige auf der rechten Seite siehst du, wo neue Module erscheinen werden. So, steht die Anzeige beispielsweise auf 0, werden neue Module in der zentralen Masse des Schiffs platziert. Der Bau neuer Schiffsmodule kostet Credits. Und wenn sie wieder entfernt werden, erhältst du Credits zurück. Der Schiffsbilder führt Buch über die laufende Summe und wickelt am Ende die gesamte Transaktion ab. Mit Hilfe des Flugtests erhältst du Warnungen und Fehlermeldungen, falls dein Design aus irgendeinem Grund ungültig ist. Okay. Gut. So sehen wir jetzt aus. Können wir... Das hier ist, glaube ich, diese Hauptkapsel, ne? Die hier. Kann ich denn in der Kapsel... Kann ich die bearbeiten? Okay. Was kann ich denn hinzufügen? Schildgenerator... Schauen wir mal durch. Struktur. Eine Waffenhalterung. Luken. Flügel. Strukturelle Komponenten sind hauptsächlich kosmetisch. Ja, dann lassen wir das erstmal. Dann machen wir erstmal hier. Waffen haben wir schon mal. Stationen. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen dieser Ladebucht und dieser Ladebucht? Okay. Können wir nochmal Frachtraum dazu holen? Das würde ich vielleicht mal machen, oder? So. Wo steht denn hier 225 Fracht, 300 Fracht? 210, 245. 245, 300. Würde ich vielleicht mal den hier nehmen, oder? Kostet 1500, das ist eigentlich voll okay. Und jetzt kann ich aber... Ah, okay. Verstehe. Und wie kann ich das jetzt irgendwo dran bauen? So, das hier ist mein Graph-Antrieb. Vielleicht kann ich hier... Nein, ich will nur das Frachtding...
Ja, ich weiß, ich habe keinen Graph-Antrieb. Aber was ist das hier noch? Der Reaktor Stellarator. Okay. Wenn ich den hier rausbaue und dann hier... Kann ich das drehen nochmal? Maus 3? Nee. Optionen? Warte. Ich würde es gerne... Ach so. Okay, ich verstehe. Wenn ich den jetzt hier dran baue... Ich verstehe noch nicht so richtig, wie ich jetzt... Ah, warte, hier mit R vielleicht? F? R? Kann ich das nicht hier... Mhm. Okay. Also das funktioniert. So. Und jetzt würde ich aber gerne eigentlich noch hier diesen Frachtraum irgendwo dran bauen. Was ist das hier? Treibstofftanks enthalten Helium-3 für Graph-Sprünge. Na gut. Strukturelle Komponente. Okay, die ist jetzt... Oh, da, warte, da hängt das hier noch dran. Kann ich die Raketenwerfer irgendwo anders hinbauen? Nee, kann ich nicht, ne? Hm. Na gut. Vielleicht... Warte, das lösche ich erstmal. Dann sind wir wieder bei 0. Und dann gucken wir mal, weil hier oben dran können wir vielleicht noch wenigstens... Wir haben noch ein paar Cockpits, ne? Docker. Die sind dafür da oben. Antriebe. Hier haben wir noch mal ein paar Tanks und sowas. Fahrwerke. Ein Graph-Antrieb. Wohnmodule. Oh Gott, kann man da viel machen. So, können wir hier vielleicht noch... Kann ich jetzt einfach sagen, ich nehme jetzt hier zum Beispiel die hier und setze die noch hier drauf? Komm, das machen wir mal, oder? Dann haben wir da ein bisschen mehr Waffenpower. Und ich glaube, für den Rest brauchen wir dann sowieso mehr Kohle. Vielleicht bauen wir uns dann irgendwann mal ein komplett eigenes Raumschiff. Aber ich glaube, dann würde ich davor noch ein bisschen so diesen Raumschiff bauen, sowas skillen. Aber dann haben wir jetzt wenigstens mal eins. Was ist denn jetzt ein Fehler? Warte. Schiff hat mehr als 3 verschiedene Waffen. Schiff hat mindestens 3 verschiedene Waffen. Okay. Dann muss ich die hier noch austauschen, oder? Das hier sind die Pulslaser. Das hier ist der Elektronenstrahl. Warte, dann machen wir den Pulslaser dahin. So, okay. Hinzufügen. Pulslaser. Laser Dragon. Laser Puls. Warte mal, was ist jetzt der Ausrüstungskraft? Laser Flare. Hüllenschaden. Schildschaden. 14. Ich glaube, die hier, oder? Was? Warte. Ich nehme mal den hier. So. Und setz den mal da drauf. Das geht, oder? Test. Alle Systeme nominal. Okay. Waffen. Pulse Laser Dragon. Haben wir jetzt 3 Stück, ne? Perfekt. Na gut. Haben wir wenigstens das Schiff ein bisschen ausgebaut. Und dann können wir verlassen. Modifikation bestätigen. Annehmen. Genau. So. Haben wir einfach mal gemacht. So zwischendrin. Haben wir jetzt nicht besonders viel gemacht. Aber vielleicht gucken wir dann eh, weil ich glaube, das Schiff selbst ist ja relativ klein. Und ich glaube, früher oder später werden wir dann sowieso nochmal ein größeres Schiff holen. Also entweder entern, ne? Das soll ja funktionieren. Bin ich mal gespannt, wie das geht. Oder dass wir halt irgendwann Neues kaufen, ne? Ja, schöner Abend. Achso, du wartest immer noch auf den Botschafter, ne? Na gut. Also. Du wirst beim Betreten der Stadt gescannt. Bitte weitergehen. Jojo, das weiß ich. Alles gut, alles gut. Okay. Kein Kopfgeld. Ja, danke schön. Und dann gehen wir direkt weiter hier zur Bar. Wir waren da schon mal, ne? Aber jetzt nehmen wir diesmal die Aufgabe mal an. Crew ist schon voll. Das heißt, Crewmitglieder brauchen wir jetzt erstmal nicht holen.
Guten Tag. Hoffentlich geht es dir gut. Sag Bescheid, wenn ich dir was bringen kann. Hallo, Neuer. Moin. Hoffentlich geht es dir gut. Sag Bescheid, wenn ich dir was bringen kann. Das ist richtig. Ich bin Manuel Neuer. Okay, das Geschäft scheint ja gut zu laufen. Ja, der Raumhafen hält mich ziemlich auf Trab. Aber nur mal so unter uns. Ich habe was in Arbeit, das alles ändern wird. Einen neuen Drink, der mich in der ganzen Galaxie berühmt macht. Das kennen wir ja, glaube ich, schon, oder? Das sollte ich mal ausprobieren. Du würdest ihn lieben. Garantiert. Nur kann ich gerade keinen machen. Mir fehlen die Zutaten. Ich hatte einen Deal mit einem Spediteur, mir Proben einer Zutat zu bringen, die das A und O sein dürften. Aber er ist nie aufgetaucht. Der Typ wurde offenbar noch von anderen angeheuert. Von der Art von Leuten, die nicht ganz legale Fracht versenden. Die Security hat Wind davon bekommen und die Fracht vollständig beschlagnahmt. Jetzt lassen sie sich richtig Zeit, wie immer. Das macht mich fertig. Wir haben das Gespräch ja schon mal geführt, deswegen wähle ich mal die zielführenden Optionen, ne? Sprich mit der Security, vielleicht kann sie dir weiterhelfen. Ich habe den ganzen Papierkram erledigt. Das bringt zwar nichts, aber trotzdem. Und ich bin mir nicht mal sicher, dass ich das wirklich für das Rezept brauche. Ich vermute es nur. Ich muss die Fracht in die Hände kriegen. Klingt so, als bräuchtest du Hilfe. Ja, wenn ich es nicht versuche, kann ich nicht ruhig schlafen. Bevor wir weiterreden, ich bitte dich keinesfalls darum, irgendetwas zu tun, das gegen die vielen hier in New Atlantis und in Colonies geltenden Gesetze verstößt. Wir unterhalten uns nur unter Freunden und Freunde fragen einander, ob es vielleicht eine Möglichkeit gibt, diese wichtige Fracht aus der Beschlagnahmung zu holen. Und falls das rein hypothetisch auf nicht ganz legale Art und Weise geschehen würde, tja, dann wäre es nicht unbedingt ein Weltuntergang. Und, bist du dabei? Du ziehst das doch nicht ernsthaft in Erwägung, hoffe ich. Die UC Security hat uns wirklich gerade noch gefehlt. Oh, ich glaube, das war das letzte Mal das Problem, ne? Dass wir die Sarah dabei hatten, die das eigentlich nicht so cool findet. Aber ich meine, wir tun ja auch die ganze Zeit irgendwelche coolen Sachen, ne? Ich sehe mal, was ich tun kann. Du glaubst gar nicht, wie erleichtert ich bin. Ich erwarte nicht, dass du oder irgendjemand ballernd da reingehst und Geißeln nimmst oder so. Aber es muss einen Weg geben, das zu kriegen, was ich brauche. Hast du irgendwelche Infos, die mir vielleicht weiterhelfen? Ich weiß nicht viel darüber. Die Fracht lagert unten im Weltraumhafen, nicht bei der Security. Aber sie verwenden dieselben Zugangskarten. Wenn du eine hättest, würde es gehen. Woher oder warum du eine Zugangskarte der UC Security hast, geht mich nichts an. Es ist besser, wenn ich es nicht weiß. Ansonsten könnten dich vielleicht auch die Schiffstechniker reinbringen. Die kenne ich aber nicht, sonst würde ich nicht mit dir reden. Nichts für ungut. Was hast du bisher versucht? Wie gesagt, die üblichen Freigabeformulare habe ich eingereicht. Aber weil meine Fracht bei diesem ganzen illegalen Zeug ist, das damit gar nichts zu tun hat, sind die Formulare wohl ziemlich egal. Ich habe auch schon mit jemandem geredet. Yumi. Sergeant oder so. Er war freundlich, aber keine Hilfe. Wollte ich fast schon als neuen Slogan vorschlagen. New Atlantis Security. Freundlich, aber keine Hilfe. Das wäre doch was. Okay. Na gut, ich weiß nicht, ob das Beamtenbeleidigung ist oder sowas. Aber gut, mir fällt schon was ein. Ich bin genervt, nicht besorgt. Moment, heißt das etwa, dass ich besorgt sein sollte? Nein, natürlich nicht. Alles wird gut. Ich vertraue dir. Okay. Wie bekomme ich... Das ist eine dumme Frage, oder? Dann sagt sie wahrscheinlich sowas wie... Ja, sonst, wenn ich das wüsste, würde ich nicht fragen, oder? Aber ich versuch's mal. Wie bekomme ich, was du brauchst? Ich erwarte nicht, dass du oder irgendjemand ballernd da reingehst und Geißeln nimmst. Das kennen wir schon. Aber es muss einen Weg geben, das zu kriegen, was ich brauche. Na gut, mir fällt schon was ein. Ich bin genervt, nicht besorgt. Moment, heißt das etwa, dass ich besorgt... Ja, das kennen wir schon, das kennen wir schon. Okay, dann würde ich mal weitergehen. Du bist jederzeit wieder willkommen. Sarah, tut mir echt leid, aber
klingt gut, ne? Also so ein Drink zu mischen. Dann würde ich aber, bevor wir jetzt damit anfangen, würde ich gleich noch die nächste Quest annehmen, nämlich hier das mit dem Botschaftsdiplomaten. So. Da müssen wir nämlich auch, ne, wenn wir gerade in der Gegend sind, das schaffen wir nämlich heute auf jeden Fall noch. Schon cool gemacht, die Stadt hier, muss man echt sagen. Was ist denn mit deinem Hut? So, wir steigen mal in die Net und fahren zum Geschäftsdistrikt. Da waren wir, glaube ich, noch gar nicht. Wir waren ja bisher nur im Mast-Distrikt, wenn ich mich nicht täusche. Eigentlich könnten wir im Geschäftsdistrikt auch direkt mal schauen, ob wir noch eine... Was ist denn die SSN? Oder SSNN? Okay. Na gut. Jedenfalls gehe ich jetzt mal zur Botschaft erstmal. Das machen wir jetzt mal zunächst. Botschaft, sucht nach verlässlichen Leuten. Sprich mit ihm, wenn du Interesse hast. Wir wissen das zu schätzen. Während die Angriffe der Crimson Fleet weiter zunehmen, macht dieses Dev mehr Druck, um den UC-Raum zu verteidigen. Offenbar sind diese blutrünstigen Piraten in letzter Zeit mutiger geworden. Häufig dringen sie in den Raum des Freestar Collective ein und starten immer mehr Angriffe auf Schiffe in den Colonies. Dieses Dev wollte sich bislang nicht dazu äußern, jedoch wurde von einer anonymen Quelle bestätigt, dass sie ihre Anstrengungen zur Abschreckung der Crimson Fleet erhöht. Okay, das Land der besiedelten Systeme, SNN. Okay, das ist der Nachrichtensender offenbar. Wir gehen mal weiter, dass wir es tatsächlich noch schaffen, in die Botschaft zu kommen in dieser Folge. Wobei die schon ein ganzes Stück da hinten ist, ne? Wow! Wie anders du aussiehst. Aber ich glaube tatsächlich, dass es, wenn man irgendwann den Weltraum in Anführungsstrichen relativ einfach bereisen kann, dass man dann schon Kannst Gefahr läuft, dass es... Kannst du dir vorstellen, wie viele Credits hier durchfließen? Dass es tatsächlich so Piraterie halt wirklich fördert. Weil ich meine... Oh, hier gibt's überall was zu gucken und zu hören und so. Naja... nee, einfach deswegen, weil du kannst dich halt so viel verstecken. Seine Botschaft aufgegeben hat. Wir hätten viel voneinander lernen können. Ja, jetzt lass mal reden, bitte, ne? Du kannst ja voll viel verstecken, ne? Also damals war die Piraterie, vor allem so in der Karibik und sowas, ne? Und kennt man ja Pirates of the Caribbean. Ja, genau. Und da hast du halt einfach so ein riesen Ding von Meer, wo du dich einfach verstecken kannst, ne? Also wo es schon sehr zufällig ist, wenn man dich entdeckt und sowas. Und ich glaube, das ist halt auch nichts anderes, wenn man quasi dann irgendwie im Weltraum ist. Nur, dass da der Raum, wo man sich verstecken kann, halt nochmal deutlich, deutlich größer ist. Aber gut. Ich würde sagen, dass wir in der nächsten Folge, jetzt haben wir doch ein bisschen spät schon, in der nächsten Folge einfach mal schauen, was uns in der Botschaft noch erwartet und was wir dann noch für weitere Nebenquests hier in New Atlantis annehmen und ob wir dann vielleicht schon mal ein, zwei Nebenquests dann machen oder Hauptquests dann weitermachen, um auch ins Freestar Collective Raum quasi zu kommen, also in den Freestar Collective Raum, um da mal zu gucken, wie es da so aussieht, dass wir uns einfach mal so ein bisschen einen Überblick verschaffen, ne? Und der Krieg mit dem Collective ist schon zwei Dekaden her. Doch mir kommt es wie gestern vor. Ach, das war das Ding von Sarah. Ich dachte, da hätte jemand hingeschossen. Okay, na gut. Aber das sehen wir dann ab der nächsten Folge. Jetzt bedanke ich mich erstmal ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Ne? Lasst mir gerne mal ein Like und ein Abo da, wenn ihr Lust drauf habt und wenn ihr meinen Kanal ein bisschen unterstützen wollt. Und ansonsten würde ich sagen, ich bin Eral. Bis zum nächsten Mal.